einfach mal. Vielleicht ist da noch was, aber da war nichts. Liegen hier noch irgendwo Kisten, die wir ausräubern können? Die wir. Oh nein, 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 nein! Nicht solche Hunde, wie wir schon mal gesehen haben. Etwas andere. Die sehen fast aus wie Schweine. Experimentieren. Sieht aus, als hätte man Schweinen einen anderen Kopf angenäht oder so. Wo ist das andere Viechchen? Ich hab's außer Blick. Soll das die Olle sein? Hier war aber jetzt auch so nichts mehr, ne? Das war ein sehr guter Treffer, muss man mal sagen. Moira, wir könnten deine Hilfe hier gebrauchen. Während Moira es knackt, wird sie beschützt von den beiden. Moira, beeil dich bitte. Ich glaube nicht, dass die es lange aushalten können. Alle tot? Alle tot. Gut, dann knacken wir jetzt hier mal weiter. Ich hoffe, die Pistolenmunition wird uns nicht abgezogen. Von Claire. Wäre zwar logisch, aber es wäre doof. Ja, doch, ich glaube, sie wird uns abgezogen. Und es hört sich so an, als wären hier noch mehr solcher Viecher. Sie wieder. Das waren wohl die Bewohner der Insel. Dazu hat die Aufseherin eine ganze Insel in ein was auch immer verwandelt. Angenommen sie hat's. Jetzt ausschalten, so wie wir können. Reagiert auf keinen Schuss, das heißt, ich glaube, den können wir nicht töten. Ich würde sagen, wir müssen hier hoch, Moira. Da kommen noch mehr. Heilung! Seins ist grün, während unsere orange sind. Ist er vielleicht der Auserwählte? Neil! Komm! Ich komme später nach. Mach, dass ihr zum Turm kommt. Das hat er vorhin schon gesagt. Packt nicht, wenn ihr könnt. Ich hoffe, er wird es überleben. Und ich hoffe, wir werden uns wirklich wieder am Turm treffen und nicht irgendwie woanders. Das werden wir aber noch sehen. Oh Gott. Alkohol. Eine russische Übertragung. Da muss ich meinen Arbeitskollegen mal fragen, ob er die russischen Übertragungen, die hier waren, überstanden hat, weil er ist nämlich Ukrainer und kann Russisch. Weil sowas finde ich immer geil, wenn man die Sprache auch wirklich versteht. Und in dem Fall wäre es ja das Russische. Dann gehen wir mal runter. Sonst bleibt uns ja gerade nicht übrig. Oh nein. Ja.
erstmal alle nachladen, alle Waffen. Wie komme ich da dran? Muss ja irgendwo wahrscheinlich zum Fallen bringen. Ah. Oder so. Man kann auch hochklettern und sie runternehmen. Ich hätte jetzt gedacht, dass man wieder ein Rätsel lösen muss oder sowas ähnliches wie bei Resident Evil Revelations 1. Aber es geht auch so. Eine Tab 194. Mal gucken, wie gut die ist und was für eine Durchschlagskraft diese Pumpgun hat. Achso, ich hätte auch mit Moira eh drücken können, habe ich gerade erst gesehen. Und das mit Moira hochheben können. Aber gut, okay, dann ist das jetzt halt so, dass wir das mit beiden machen. Da sind sie. Sei vorsichtig. Ja. Ich glaube, das schaffen wir so nicht. Au! Wir bluten und wir müssen jetzt ganz schnell Verbandszeug nehmen. Ich will nichts kombinieren. Desinfektionsmittel, okay. Den hätten wir so oder so erledigen müssen. Schrotflintenmunition. Okay, der Dicke hat uns auch gesehen. Wir sollten mal nachladen. Ist das der letzte Dicke? Der hält aber auch übelst viel aus, ne? Aber dieses Hundeviech nicht. BSD. Achso, wir müssen das jetzt hier wieder irgendwie. Wegschieben, damit wir da durchkommen. Wo wir durch müssen. Aber vorher möchte ich mich hier bitte nochmal ganz genau umsehen. Vielleicht habe ich noch irgendwo was vergessen, was übersehen an Munition oder so, was uns später hilfreich sein wird. Aber ich glaube, hier ist nichts. Ich brauche ganz dringend mal wieder ein grünes Kraut. Das wäre fantastisch, wenn ich davon eins finden würde. Da ist ein kleines Kind. Das Mädchen! Ja, wir haben sie im Gefängnis gesehen. Sie trägt ein Armreif. Glaubst du, sie gehört zum Experiment? Wenn die Aufseherin auch kleinen Kindern Angst einjagen will, ist das echt pervers. Tja, da gebe ich euch soweit ja recht, dass das echt pervers ist, auch wenn sie kleinen Kindern halt Angst einjagen will, aber vielleicht hat das ja auch noch einen anderen Sinn und Zweck.
Jetzt sind wir wieder in so einem hässlichen Gebäude. Oh nein. Claire und Moira sind eigentlich tot, meinte sie. Von der anderen Seite verschlossen. Meinte das kleine Mädchen. Geh doch mal weg da. Guck mal da, siehst du? Wieder zwei Schrotflintenkugeln. Die wir später gut gebrauchen können. Jetzt komm doch mal mit deiner blöden Taschenlampe und leuchte mir doch mal gescheit hier den Weg aus. Wieder Schrotflintenkugeln, das ist auf jeden Fall sehr gut. What? Sichteinschränkungsstatus. Wenn Sie von Flüssigkeiten getroffen werden, gelangen Sie in den Sichteinschränkungsstatus. Während Sie in diesem Status sind, ist Ihre Sicht verschlechtert, wodurch es schwieriger wird zu kämpfen. Benutzen Sie Desinfektionsmittel im Objektebildschirm, um Ihre Sicht wiederherzustellen. Wenn Ihr Partner ein Desinfektionsmittel im Inventar hat, wird er es automatisch benutzen, um ihm zu helfen. Ist mehr als nur stark eingeschränkt. Desinfektionsmittel. Oh Mann. Wir werden gleich drauf gehen, wenn wir kein gutes Kraut finden. Wir werden drauf gehen. Und das sag ich. Und was sag ich? Wir werden drauf gehen und da sind wir auch. Draufgegangen, das zweite Mal, glaube ich, oder dritte Mal hier. Mit X können wir eine schnellere Drehung ausführen. Um 180 Grad. Naja, okay, gut zu wissen, aber hier ist wieder was für die Kleine. Das heißt, wir müssen mit der Kleinen wahrscheinlich hier auch noch lang. Die war verschlossen. Und dort lag vorhin Munition. Die liegt immer noch dort. Die nimmt Claire sich bitte mal mit. Dort liegt auch nochmal Munition. Das nimmt natürlich Claire auch. Und dann werden wir das jetzt nochmal ein bisschen anders machen hier. So, den haben wir. Dafür haben wir aber wieder fast unsere ganze Muni verballert. Das nervt. Aber. Aber dieser Sound oder diese Sounds sind echt übelst gruselig. Ich glaube, würde ich das nicht als Let's Play machen, würde ich mir hier schon mehrmals in die Hose geschissen haben, weil wenn man darüber redet, dann ja, ist es halt wieder was anderes, ne? Wenn man darüber redet, dann nimmt man sich so ein bisschen den Schrecken manchmal.
Fluffy, auf Fluffy, auf Fluffy. Bin weg. Oh, toll, noch ein Schuss haben wir im Lauf. Unser letzter. Ergebnisse oder Ergebnis des Probeexperiments. 8. November 2009. Die letzte Probe wurde unter fast finalen Konditionen durchgeführt. Dieses Mal wurden 11 Kandidaten mit Sensorarmreifen ausgestattet und dann für unterschiedliche Zeitintervalle extrem emotionalen Stress ausgesetzt. Huch, jetzt habe ich das doppelt vorgelesen. Ergebnis: 3 starben sofort. Die restlichen 8 mutierten schließlich ab einem gewissen Punkt und wurden dann beseitigt. Das Experiment endete also ohne, dass eine der Testpersonen ihre Angst überwinden konnte. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hinten einmal das bitte mitnehmen. Dann können wir nämlich jetzt wieder was herstellen. Genau. Kombinieren einmal bitte mit dem. Da haben wir wieder eine Brandbombe. Das ist für kleine Hände, das heißt nicht für uns geeignet. Okay. Was? Ah, wir öffnen den Zellentrakt damit. Können wir jetzt hier abkürzen. Vor allem, warum, wenn wir den Schlüssel haben, ja? Können wir sie nur von innen öffnen und nicht von außen? Das ist auch ein kleiner Logikfehler, wie ich finde. Achso, wir müssen da schnell durch, oder was?